Willkommen zu einem weiteren Pokémon Go Video. Im, ich glaube, gestrigen Video habe ich ja über Pokémon Go gesagt, dass sie 10 Millionen Spieler verloren haben in der USA und auch selber sich ausrotten wegen einigen Fehlern bzw. wegen wichtigen Updates mit wichtigen Features, die einfach nicht kommen. Und wir haben hier vielleicht einen Lichtblick, vielleicht aber nur. Deswegen, das will ich jetzt ganz kurz ansprechen, denn wir haben vielleicht ein Update, was jetzt vielleicht dieses Spiel wieder retten kann. Warum vielleicht? Weil das alles noch nicht 100% proven ist. Also, dass diese Sachen, die ich euch gleich zeigen werde, in dem Spiel gefunden worden sind, das ist auf jeden Fall proven. Aber was die jetzt genau bringen, das ist natürlich noch nicht 100% proven. Aber man kann schon aus den verschiedenen Sachen heraus sehen, was die bringen sollen. Also, jetzt nochmal kurz zur Erklärung, worüber ich gerade überhaupt rede. Es wurden nämlich Codes in Pokémon Go gefunden. Also, heißt Codes, die halt bestimmte Events auslösen. Ich lese jetzt mal einen Code vor, den eigentlich, naja, der sollte eigentlich alles erklären. Activate unterstrich catch unterstrich Pokémon. Dass es halt aktiviert ist, dass man Pokémon catchen kann. Okay? Nur mal kurz zu verständlich. Ich glaube, das müsste jetzt jeder verstanden haben. Diese Codes lassen sich aktivieren, nämlich bestimmte Geschehnisse. Und wenn man jetzt zum Beispiel Deactivate Catch Pokémon hat, dann, oder gar nicht dieses Activate Catch Pokémon drin hat, dann kann man keine Pokémon catchen. Das ist halt ein Code, der wahrscheinlich rausgenommen wird, wenn ihr einen Bann bekommt. Also schätze ich zumindest mal, dass es somit gehandelt wird. Auf jeden Fall wurden davon jetzt viele neue Codes gefunden, die noch nicht verwendet worden sind. Dafür auch, dafür auf jeden Fall auch noch ein paar Items und speziell noch was zu Legendaries und auch zu dem Trade-System. Also ich würde sagen, wir schauen uns das mal ganz kurz an. Im Hintergrund seht ihr die ganze Gameplay, ich werde die Namen der Codes auf jeden Fall vorlesen und dann mal kurz darüber reden. Wir fangen an mit den Items. Da steht hier Items-Incense-Cool. Und da steht halt, wir vermuten halt, was ich auch vermute, dass das halt eine Incense ist. Also Incense ist ja der Rauch, der halt Pokémon anzieht. Incense cool hört sich an wie Eis-Pokémon oder Wasser-Pokémon oder irgendwie sowas Kaltes halt. Das ist halt Wasser- und Eis-Pokémon anzieht. Dann gibt es das gleiche noch mit Floral, das wahrscheinlich dann halt, naja, Pflanzen- und Käfer-Pokémon anzieht. Was ich gar nicht mal so scheiße finde. Ich meine, dann haben wir verschiedene Incensen, die halt verschiedene Typen von Pokémon anzieht. Und das wäre halt relativ cool, weil dann müssten wir, dann könnten wir speziell auf Pokémon handeln. Das ist halt, das nimmt dann halt wieder so ein bisschen das mit dem Radar, dass das so scheiße geworden ist. Das nimmt das dann vielleicht sogar ein bisschen raus, dass wir auf spezielle Typen handeln können und somit auch auf spezielle Pokémon ein bisschen handeln können. Das wäre auf jeden Fall ganz, ganz cool. Das finde ich auf jeden Fall nice, dass es so ein Feature jetzt einbaut. So, dann haben wir das Activate Catch Pokémon und darunter haben wir was sehr, sehr Wichtiges, meine lieben Freunde, was auch sehr viele Leute von euch interessieren sollte. Nämlich da steht jetzt Activate-Catch-Legend-Pokémon. Was heißt wohl Legend Pokémon, meine lieben Freunde? Die Seite und ich haben das genau gleich aufgefasst, nämlich Legendary Pokémon. Also, dass wir halt legendäre Pokémon catchen können. Ich meine, was soll das sonst heißen? Legend Pokémon catchen. Wow, wow, was soll das sonst heißen? Das müssen ja legendäre Pokémon sein, das anderes bringt es natürlich nicht. Und ja, das heißt, wir würden im nächsten Update so gesehen legendäre Pokémon catchen können. Das wäre auf jeden Fall mega krass und würde das Spiel auf jeden Fall krass nochmal hochhypen. Und das wäre auf jeden Fall ein Feature, was jetzt halt das Spiel, wieder mal hochbringt von seinem kleinen Tief, was es jetzt gerade ansteuert. Was auf jeden Fall ganz, ganz gut wäre. Und ich glaube, da würde Niantic echt nichts falsch mitmachen. Ich würde auch selber wieder anfangen zu zocken, weil gleich kommt etwas, ein Feature, was für mich auch noch sehr ausschlaggebend ist und was ich relativ cool finde. Aber jetzt erstmal zum Legendary Pokémon. Es war ja so, dass viele Fake-Videos im Internet herumgingen zu legendären Pokémon. Dafür habe ich auch ein paar Fake-Videos gemacht, also die ein bisschen analysiert und gesagt, jo, das ist Fake. Das hatte ich ja bei dem Mewtwo und bei dem Mew und bei dem Arctos war das halt so, dass es halt irgendwie ein Bug war, dass es echt existiert hat und dass es ein richtiges Pokémon war, aber es war ein Bug von Niantic irgendwie. Das war auch relativ komisch, also offiziell sind eigentlich noch keine legendären Pokémon draußen und können noch nicht gefangen werden, das war halt nur ein Bug. Und ja, ich würde es halt richtig feiern, wenn wir das dann mit diesem Feature, mit diesem Update bekommen werden, weil was soll sonst Activate Catch Legend Pokémon heißen? Schreibt es mir in die Kommentare, was soll das sonst heißen, ne? So, dann,
steht hier noch was sehr, sehr Spezielles. Hier steht Start Gym Battle. Und das, das verstehe ich jetzt nicht, warum das jetzt auch noch mit reingebaut wurde. Ist das vielleicht ein kleiner Patch, weil diese Startsache bei dem Gym Battles immer so ein bisschen rumgebackt hat? Naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall kommen wir zu dem Wichtigsten aus diesem ganzen Update, meiner Meinung nach. Nämlich das Trade-Search. Was heißt Trade, fragen sich vielleicht gerade ein paar Leute, die auch nicht so gut in Englisch sind. Trade heißt Tausch, meine lieben Freunde. Und das heißt Tausch-Suchen. Und was soll das wohl heißen? Können wir nach Leuten, die tauschen wollen, suchen? Gibt es ein Trade-System bei Pokémon Go? So, dann steht hier noch Trade-Offer. Also, dass wir einen Tausch anbieten, beziehungsweise, dass wir nach uns suchen lassen können. Wahrscheinlich halt, dass wir halt was anbieten und nach uns suchen lassen können mit dem Tauschen. Das ist auf jeden Fall, dann haben wir hier noch, das ist auf jeden Fall cool. Da haben wir hier noch Trade-Response und Trade-Result. Also, das ist halt alles nach dem Trade und dann, steht da halt dann, was ihr bekommen habt oder so und ja, kein Plan, was ihr da hinschreiben werdet, aber das sieht ziemlich danach aus, dass wir dann im nächsten Updates die Tauschfunktion endlich bekommen. Ich meine, das ist eines der wichtigsten Dinge, das haben sie im ersten Trailer mit angekündigt, dass sie eine Tauschfunktion haben wollen. Das ist echt das mit Wichtigste bei Pokémon Go, was da noch fehlte, neben halt den Kämpfen zwischen einzelnen Charaktern. Das wäre halt auch noch cool gewesen. Aber hey, wir können dann zumindest bald unsere Pokémon tauschen, was sehr, sehr wichtig ist, weil das gehört zu Pokémon und ist eines der wichtigsten Features gewesen in Pokémon bis jetzt, weil man, das war halt so, catch them, trade them and, keine Ahnung, fuck them all. Nee, also, das ist halt immer so ein Ding gewesen. Es war bei den Pokémon-Karten so, es war bei den Pokémon-Spielen so, dass man immer auch untereinander getauscht hat mit Freunden und das ist halt eine coole Sache. Und so kann man halt auch schneller den Pokédex vervollständigen und ich glaube, wenn die das gut einlösen, vielleicht mit so einem Trade-System wie bei dem GTS-Ding, dass man was anbieten kann, ein Pokémon, und dass ein anderer ein Pokémon, also dass er ein Pokémon, was ihr haben wollt, in die Verlangenliste schreibt oder ein Pokémon, was ihr habt und anbieten wollt, in die Anbietenliste schreibt und einer, der das dann ausfüllen kann, der euch ein Pokémon geben kann, was ihr wollt, aber auch euer Pokémon haben will, was also auch euer Pokémon haben möchte, dann wäre das halt relativ cool, dass man das dann halt so wie eine Suchliste einfügen kann, so ich suche das Pokémon und biete das dafür an. So halt, das wäre halt relativ cool und würde mich sehr freuen, wenn man das so einführen kann. Das wäre echt richtig, richtig nice. Also, das würde mich sehr, sehr freuen und würde das Spiel nochmal ein bisschen aufwerten. Dann gibt es hier noch einen Item-Effekt-Cap-Change-Trainer. Okay, das verstehe ich nicht ganz. Da hat die Seite Possible Trainer Level hingeschrieben, also Item Trainer Level wahrscheinlich. Keine Ahnung, was das bringen soll. Da steht hier noch Item-Effekt-Cap-Change-First-Throw. The first throw you make can have an increased chance of capture or maybe decreased. Okay, das verstehe ich auch nicht so richtig. Falls ihr das versteht, könnt ihr das gerne in die Beschreibung schreiben, in die Kommentare schreiben. Dann steht hier noch Item-Troy-Disc und das, okay, hat's gerade gewittert, what the fuck. Ne, auf jeden Fall, das verstehe ich auch nicht, was das heißen soll. Item-Troy-Disc, kein Plan, da auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was das heißt. Auf jeden Fall, würde es mich sehr, sehr, oh, warte, hier geht's noch einen anderen Code, nämlich Anset-Sponsor gleich 0 McDonald's gleich 1 Pokémon Store gleich 2 McDonald's. The fuck. Also, die Leute von Pokémon Go, Niantic und Game Freak und keine Ahnung, Pokémon Company haben ja angesprochen, dass sie einen Deal mit McDonald's haben. Ja. Da sollten halt auch sehr viele Pokéstops eingeführt werden und Pokémon Stores und sowas all bei McDonald's und okay, das haben die jetzt per Code eingebaut. Lustig, das ist sehr, sehr lustig, ne, keine Ahnung, was ich davon halten soll, dass man das als Code einbauen sollte. Jetzt ist wahrscheinlich bei jedem McDonald's irgendein Pokéstop oder sowas. Ne, aber es ist natürlich schlau für McDonald's, aber der Hype ist ja halbwegs ein bisschen abgegangen, deswegen, naja. Wir hoffen mal, dass es mit dem Update jetzt besser wird und wenn das Update rauskommt und das genauso ist, wie es hier steht, dann wird es auf jeden Fall auch besser, meiner Meinung nach, weil traden Legendary Pokémon, was will man denn mehr, meine lieben Freunde? Schreibt mal in den Kommentaren, was ihr davon halten würdet, wenn die beiden Features jetzt mit eingebracht werden würden in Pokémon Go. Ich würde es auf jeden Fall mega krass feiern und auch wieder anfangen zu spielen, weil das macht mir wieder ein bisschen Spielspaß. Es gibt neue Features, natürlich wird es in der Zeit auch wieder langweilig, aber dann haben wir zumindest wieder so für einen Monat oder so Spielspaß und das ist doch erstmal wieder okay. Das bringt mich dann erstmal wieder so ein bisschen in Spielen rein und das würde mich auch mega
freuen, wenn die das auch so machen. Deswegen schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Bis zum nächsten Video. Bis dann und ciao. Euer Solo mit Pokémon Go News. Haut rein.